Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MacPixel. Aber MacPixel war doch schon fertig, da kam doch schon das Finale, ist ganz frei. Ja, ich weiß, wenn ein Trottelkopf. Aber wir haben hier noch das VDLC. Darum wollen wir uns jetzt kümmern. Park A. Aha. Sehr interessant sind also die ganzen selbstgemachte, sehr coole. Sehr coole Sache. Dann ist es nichts, was wir machen können, aber wir können hin wieder mal reinschauen, vielleicht. Wenn ich Bock hab. Kümmern wir uns doch hier mal um Day 92 DLC. The Paraglider. Wir haben mehr Knopf. Der Fohl explodieren lässt aus unerfindlichen Gründen oder bestimmt aus sehr wichtigen Gründen. Wir haben hier Trunk Racing. Also im Prinzip Nesca oder was? nimm dir einfach den Helm auf. Oder nicht? Oder doch? Nee, schade. Das war schon fast die Lösung. What the Space Butterflies? What the fuck? Aha. Benutzt den Schmetterling mit der Bombe. Los, flieg der Schmetterling, flieg die Bombe weg! Oder auch nicht. Ein Versuch war es wert, oder? Also, das war schon fast richtig. Awful Castle. Ach, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Hier die PewDiePie verarschen mit dem Beryl, mit Stefano, mit PewDiePie und dem Bro. Alles außer Nisha. Sehr cool. Eine kleine PewDiePie-Hommage. Black Mesa, Yeah, Gordon! Gordon Freeman oder Gordon. Wie es so schön in der deutschen Synchro heißt bei Half-Life. Das weiß es, glaube ich, bei dem Ding. Der Gordon. Gordon. MacPixel for President, yay! Halte eine Rede. Oder pisst das Pult an, okay. Sucks, nein! Wir haben nicht gewonnen. The Power Killer bei SOS. Nimm die Bombe und lüfst auf vor. Gut. Genau, juhu, gerettet! Würde ich behaupten, oder? Yeah! Sehr nice, Trunk Racing. Wieder mal, es ist nichts wert, dass wir uns gerettet haben, immerhin. Wir sind gerettet, ja? Space Butterflies. Das ist auch so ein... Was geht hier wieder ab, ey? Alter! War das ein Urin-Kamehameha oder was? So. Ja, tritt nur drauf. Genau, MacPixel. Black Mesa, yeah. Gordon Freeman hier. Spring rein, genau. Das bringt nichts, natürlich. Da müsst ihr euch ein Brecheisen finden, da ist immer ein Brecheisen. MacPixel vor Obama. Nicht für Brasil, sondern vor Obama, schon da oben dran. Kannst du so einen Vorhang machen? Nee, kannst du so den Leuten machen? Ja, nicht viele Möglichkeiten, mach aus dem. Oder auch nicht. Mach was. Was hätte ich noch machen sollen? Ich konnte nichts anblicken. Ich wollte gerade nichts andrücken sagen, ist ja nicht falsch. Trunk Racing.
Alter! Was zur Hölle? Oh. Ah. Okay. Okay. Das ist jetzt gut die Lösung. Okay. Ja, gut. Nein. Ich hab vergessen, dass das ja nicht aufnimmt, sondern gleich sein Piss-Kamehameha, was auch immer macht da. Der Awful Castle. Der Awful Castle. Castle. Benutze Stefano mit Barrel. No? Okay. So, Black Mesa. So, Felicity. Nimm dir doch ein Brecheisen, Mann. Mach was mit den Typen. Yay, wir haben ein Würstchen. Wieder rettet Gordon Freeman die Welt. Mit dem er Regenbogen. Ja, genau sowas auch in Half-Life. Ach, wir können doch ein paar von den Leuten anklicken. Ja, muss man richtig klicken, okay. Yay! Yay! Wir sind Präsident! Wir sind Präsident der Vereinigten Staaten. Wuhu! Ich hab eine Idee. Wuhu! Das funktioniert sogar. Scheiße. Unfassbar. So, war aber noch nicht alles da. Gib's die Fahne an, Juniper. Was war das jetzt? Ja, das hat jetzt viel Sinn gemacht. Ah, Barrel! Ah! Na, natürlich löst er das so, natürlich. My big sale! Juniper schreit einfach wieder ohne Ende. Schön. So. Jetzt haben wir jetzt, warte mal, dass wir jetzt sehen, haben wir das jetzt Beat? Na, es geht auch 100%, okay. Dann machen wir hier User Pack A. So, Attention Creeper. Das sieht aber cool aus. Yeah, Zombie Armee. Das wusste ich natürlich, das Ding habe ich sofort gelöst. Das war nicht reines pures Glück. Und einfach mal aus Wild irgendwas angeklickt. Flutterscheiß Problem. Aha. My Little Pony oder was jetzt? Was soll ist das? Ich habe keine Ahnung, aber da ist die Granate drin. Steck sie einfach dem Pony in den Mund da. Das explodiert dann und dann sind alle Menschen tot. Rarity Smartshot Malfunction. Noch mehr Ponys, ganz ehrlich, das ist doch die Scheiße. Na, finde ich bei den Ponys immer gleich die Bombe. Und er macht nichts damit, er putzt es an, wow. MacPixel, du bist ein Idiot. Destiny Herbland. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, was das ist. Egal, ich sage erstmal dem, denn sehr schön, Seestern. Seestern. Mit dem Seestern natürlich. The Moonbase. Ich brauche dich mal eine Raumfahrt. The Fugitier. Okay. Ja, wir haben einfach mal ein paar Leute getötet. Du willst mir sagen, dass es nichts hilft, Leute umzubringen? Das ist aber neu. The Lifeboat. Das ist nur für eine Nase, mein Lieber. Hier können wir nicht wieder aufhören, können wir den hier hochnehmen. Ich würde sie technisch den einfach ins Wasser schmeißen oder so, aber wir können sie auch einen Chip in die Hand drücken.
Wieso steckt mir's in die Nase? Deswegen hat er so eine Nase. Hey, das war nicht die Lösung, willst du mich jetzt verarschen? Und nicht noch mehr Pony-Zeugs. Oh ja, drittes Pony, das hat's verdient. Oh ja, das ist geil. Das tut gut. Drittes Dreckspony. Drittes Dreckspony, nimm den Hasen. Das ist ein Hase. Und schmeiß ihn da drauf. Ja, so ist es richtig weg, Pixel. Bring alle um. Bring alle Ponys um. Sind wir hier bei Rarity oder wie die hieß oder was? Was ist denn das überhaupt? New Chest Bomb Title Explode Effects. Das ist ein Tipp sein, dass es aber der Kleiderständer ist, die Bombe. War schon rausgefunden, ist nichts Neues. Mein Lieber. Guck mal, das Schwert. Aha. Okay, cool. Dann brauchst du mir das Schwert nicht geben. Keine Sorge, das ist dein. Ich wollte es doch gar nicht wegnehmen und damit was machen. Mach was mit dem. Mach was mit dem. Yay. Showdown. Das Lächeln von MacPixel. Das sah so geil aus. Yeah. Und Rotze hilft leider nicht gegen Bomben. Sehr seltsam. Also das war mein erster, wenn ich eine Bombe irgendwo sehe, ist mein erster Gedanke so. Und dann geht es schon. Yay, sie liebt Pisse, natürlich. Die Ponys sind alle sehr seltsam. Ah, das ist hier. So, benutzt sie. Nee, benutzt. Jetzt kriegt Rache an dem Typen. Das ist ja nicht die Rache, die ich mir erhofft habe, weil ich dachte, dass er genauso draufschlägt wie gegen den anderen, aber okay. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht, Mr. MacPixel. Soll ich hier nicht mal was aufheben? Was soll ich denn hier machen? Ach, ich kann da was machen, okay. Ah, da ist die Bombe, cool. Die esse ich einfach. Ey, wenn er Bomben essen kann und sie damit entschärfen kann, warum macht er das denn nicht schon die ganze Zeit? Wir hätten uns so viel Zeit und Mühe ersparen können, wenn er einfach mal das schon die ganze Zeit gemacht hätte. Ich will ja nichts sagen, aber come on, was soll denn das? Ich kann nur die Bombe auf den neuen Typen anklicken, oder mach ich es bloß? Was soll ich denn da anders machen, bitte? Bitte Shane. Hey, bitte Shane. Den kleinen Pony machen. Yay! Ja, noch mehr tote Ponys! Ja, so muss das sein! Töte die Drecksviecher! Wenn man nicht mit der Kupfers probiert, oder? Warum? Wenn wir die Kokosnuss aufheben, dann pumpst uns Mickey Maus? Habe ich das richtig gesehen? Ist das Ding hier ernst jetzt? Ah, okay. Ich kann doch noch was machen. Ich weiß nicht, was zur Hölle er da macht, aber ich kann da noch was machen. Was macht er da? Warum? Warum furzt der Geister oder was? Oder ist das eine grüne Flamme? Warum geht's nicht weiter? Muss ich das jetzt ewig angucken hier? Nein, okay. Und? Das
war die Lösung jetzt ernsthaft? Was hat das gebracht? Die Bombe liegt doch immer noch da. Benutze sie, Sternmeet. Da sind es dann noch Goofy ran. Oder auch nicht. Dann benutze sie schnell mit Virgin. Schnell, bevor die Zeit um ist. Los! Los! Und sie verliebt sich darin. Okay. Was zur Hölle sollte das? Tritt einfach mal so den Baum. Yay! Warum hat das nichts gebracht? Also das ist ja mal wirklich völlig unlogisch. Jetzt kann man hier noch alles anklicken, hey. Kann ich nicht einfach die Bombe wegnehmen? Jetzt wandelt sich ein Schlüssel. Ach so! Machen noch eins, oder? So eine kleine Special-Folge, länger ein bisschen. Nee. Machen wir Ludumdare. Noch nicht. Oder Ludumdare. The Tram. Ne? Das hatten wir doch schon. Das gab's doch schon. Hat's dann von dem ins Spiel geschafft? Gab's das? Also, bitte dich, hallo? Back to Menu. Das haben wir ja schon gemacht, also das hat wahrscheinlich ins normale Spiel geschafft. Ich sehe da aber coole Sachen, die Ninja Turtles. MC Arena Blast, okay. Nimm die Waffe. Und schieß ihn damit. Yay! Ist aber nicht die Lösung. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Der Barbershop. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das kann zumindest aufheben. Dann nutzt es doch mal damit. Yay! Ich habe keine Ahnung, was da gerade abging, aber es war die Lösung. Mein new computer. Mal draufhauen. Vielleicht nicht so, dass es kaputt geht. Das ist nicht die beste Idee, vielleicht. Aber. Turtle Shop. Dann nimm doch mal die Turtle. Und stell dich an. Oder gib die Schachtel dem Kind und alles explodiert und alle sind tot. Awesome Dojo. Hier, awesome. Okay. Yeah. Das ist mal die Lösung, aber okay, ne? Natürlich nicht. Geeky Sewer. Yay! Ist das Raphael? Raphael, oder? Nimm die Pizza! Nimm die Pizza! Nimm die Pizza! Nimm die Feuerblume! Ist sie. Dann benutze ihn. Dann wird zu Bowser. Nein, der scheißt Pilz aus. Nimm den Pilz, dann wirst du groß. Damit du groß und stark wirst, MacPixel. Würde aber nicht. Okay. Dann wieder Arena passt. Okay. I got it. Ja, trinken. Wow. Gut. Okay. Das. Das ist bestimmt ganz toll. Mein new computer. Nimm mal das. Und benutze es mit dem PC. Nee, Windows! No. Windows! Yay, Windows! Yay, geschafft! Juhu, das war's. Natürlich kommt erstmal bei Windows ein paar Mal Error, aber dann klappt's doch. So ist Windows halt eben. Kannst du dich aus dem Fenster werfen, ganz einfach? Nee. Doch. Ja, ich würde zu dem Diebstahl.
beschuldigt wahrscheinlich dann, aber ich hab's geschafft. Ich hab die Menschen gerettet. Bimm's mal den. Piss ihn an. Yay. Yay. Das. Warum muss er immer alles und jeden anpissen? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Nein. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Mir fällt nicht, wenn man das ein, was dazu zu sagen. Weil ich einfach nicht mehr durchblicke, was das alles soll. Jetzt nimm mal die Waffe und dann trink das. Oder auch nicht. Dann haben wir uns das mitgebracht. Yay, zerstampft. Dann ist die Bombe kaputt und wir haben die Welt gerettet, oder? Ja. Geschaut. Jetzt haben wir noch das Awesome Dojo und das andere, was ich nicht mehr weiß. Benutzt dann mal einen Drache mit dem da. Yeah. Yeah. Fragility. Ja, natürlich mussten wir den Glatzenmann töten. Das rettet uns alle, weil. Keine Ahnung. Jetzt benutzt mal die Blume mit der Flasche. Yeah, da kommt Batman. Batman! Batman! Okay, aber das ist nicht die Lösung. Können wir einfach rausklettern? Nö. Können wir einfach was mit ihm machen? Knopf drehen? Können wir die Blume mit der Pizzastücke benutzen oder sowas? Yay! Brenne, Raphael, brenne! Yay, warum hat er jetzt die Bombe aufgehört? Ich weiß nicht. MacPixel! Okay, Leute. Ich hoffe, dieser kleine Zusatz hat euch ein bisschen gefallen. Ich dachte, der DLC wäre eigentlich. Ja, so eigene Level einzeln, aber sowas. Das ist ja schon. Sehr schon viel. Ich hoffe, dieser kleine Zusatz noch extra hat euch gefallen. Vielleicht werde ich nun wieder mal so 15-20 Minuten aufnehmen, wo wir hier einfach ein bisschen durchgehen und ein bisschen spielen. Die 100% muss man hier nicht machen zwingen, deswegen werde ich es schon ja auch nicht lassen. Aber vielleicht wird hier wieder was kommen, mal wenn ich Bock habe auf MacPixel. Oder wenn ich gerade am Aufnehmen bin und noch eine halbe Stunde Zeit habe oder sowas und sich für andere Sachen nicht mehr lohnt, dann kommt noch eine Folge Pixel auf jeden Fall. Auch wenn euch gefallen, ihr schaltet bei anderen Projekten rein oder beim nächsten Mal mit Pixel, falls etwas kommen sollte. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschö und macht's gut, Leute.